Hey, Jungchen! Lust auf eine Spritztour? Schauen, was die Spionage bei der Miliz gebracht hat? Komm schon, Mann. Die Bestie ist fast hier. Wir haben keine Zeit dafür. Ohoho. Da liegst du falsch, mein Freund. Ich habe einen todsicheren Weg gefunden, die Bestie zu besiegen. Mach dich mal nützlich. Nimm die Teile da vorne weg. Wirst sehen. Einen todsicheren Plan gefunden? Welche Teile da vorne? Welche, was genau soll ich die Kisten? Was ein Sieg. Ist das eine Atomwaffe? Gewöhn dich an die Bombe, Mann. Wie der alte Bertrand. Er ließ sich von Wurf diese Taschenrakete bauen. Hol so eine Art Rückversicherung, falls etwas schief geht. Sehr schief geht. Woo, spring auf, los geht's. Wow, wow. Sieg. Setzen wir die gegen die Bestie ein? Wir werden die ganze Stadt zerstören. Nicht, wenn wir ihn treffen, bevor er in New Marais ist. Ich habe das Zielsystem schon auf eine der Hafenkräne eingestellt. Wir müssen nur noch die Rakete aufstellen. Gut. Ich mag große Explosionen. Ich auch, Mann. Da, am Horizont. Das ist er. Wir haben noch Zeit. Ich halte die Straße frei. Ach du Scheiße. Hey Mann, schaff das Ding mal aus dem Weg. Gib uns unsere Atombombe wieder. Mann, gib uns unsere Atombombe wieder. Dann schieß auch nicht drauf. Aber ernsthaft, wieso schießt er auf die Atombombe? Alter, da hinten der Typ im Ozean. Ich glaube, es geht los. Ach, Alter, du lebst ja noch. Entschuldigung. Heilige Scheiße. Ich kann nicht drum rum. Ja, ich mache ja schon. Ciao. Kurz mal umparken. Ich kann mit Autos auf den Typen werfen. Cole, du bist im Weg. Bin ich im Weg? Ich steige wieder auf. Nein! Das wollte ich gar nicht. Hey, stopp! Oh, stopp! Schießt nicht auf eine thermonukleare Bombe, ihr Idioten! Jetzt, geh doch mal. Runter! Die schießen echt auf die Bombe. Ich weiß nicht wohin, Mann. Okay, pass auf, ich mach mal ganz kurz den hier. Ja, komm, spring auf, los geht's. Alter, und da hinten betteln die sich schon. Ich weiß überhaupt nicht, das wird doch nie was. Hier kommen wir doch eh nicht durch. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Oder kann ich hier... Wir warten nur auf dich. Oh, verletzten Kill. Wollte ich gar nicht. Kann ich ihn auch hochheben? Nein. Nein! Scheiße. Das ist keine Brücke, sondern ein Schrotthaufen. Ich bin dran. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt alle hinrollen sollen. Oh. Da sind Kanonenschiffe! Was? Wollen sie etwa die ganze Stadt in die Luft sprengen? Ich stecke hier Prügel ein! Ich beeil mich ja schon. Scheiße. Wo haben wir denn hier? Na, hier so ein kleines Hütchen, aber das ist ja nicht so toll. Wie kann sich denn eigentlich so ein Viech hier in die Brücke reingraben? Das ist doch vollkommen dämlich.
wieder versperrt. Verschuss! Los, räum den Weg frei! Ja, ich mach ja schon. Jetzt halt doch mal die Fresse, Opa. Ich treff den gar nicht, wie es aussieht. Schon wieder? Ach, diese Straße hasst uns. So, der ist down. Dann hole ich mir da gleich noch den Ionensturm. Na du kleiner Wutz! Und BAMS! Klar, das gibt kein böses Karma. Blockiert! Schon wieder! So, da sehe ich aber keine roten Punkte auf dem Radar gerade. Das Ding lässt sich nicht so leicht lenken, Mann! Ja, ja, das hier auch nicht! Eine Atombombe auf das Viech, das kann nicht funktionieren und ich glaube, wir löschen dabei mehr. Hey, mach Platz! Ich glaube, wir löschen dabei mehr Leben aus, als wir retten, habe ich das Gefühl. Ah ja, der Büppel wird einfach überfahren. Senkrechtstarter. Hey Mann, schaff das Ding mal aus dem Weg! Ich mach ja schon. Hier, mit freundlichen Grüßen. Kommt alles in den Ozean, so, die haben wir ja eh schon. Ich kann nicht drumrum. Der ist ja auch nur am Meckern. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er... Okay. Wie und wo er hier lang will. Hey, Partner! Kannst du mal rücken? Ich muss mal dringend mal ein bisschen hier. Schützen Sie den Truck? Ja, natürlich. Ich weiß nicht wohin, Mann. Ja, ich muss dir erstmal ganz kurz ein bisschen freiräumen, Kollege. So, ein Verwüster ist down. Wieder versperrt. Alter, der Sieg, ne? Der geht einem zum Glück gar nicht auf den Sack. Also, dass die Einwohner hier nicht flüchten und nicht kreischend auseinanderfleuchen, wenn sie an den Horizont sehen. Sag mal. Hackt's, Junge? Ich glaube, das war's. Ich hole mal trotzdem noch ganz kurz. Los, räum den Weg frei! Dieser Befehlston! Kleines Sackgesicht. Ciao! Komm, den mach ich auch mal gleich mal. Sieh dir die mal an. Ah, wenigstens schießen sie nicht auf uns. Dafür haben wir keine Zeit. Wer schießt nicht auf uns? Sieh dir die mal an. Achso, die alte, die gerade stand wahrscheinlich. Der kann doch hier wohl außen rumfahren. Das ist doch nicht wahr. Wollten wir seinen Führerschein? Komm schon! Weiter geht's! Ja,
So. Leichter Umparkservice heute. Und hier sieht momentan noch alles ruhig aus, aber ich glaube, das wird sich auch gleich wieder ändern. Huch. Klar, fahren wir mit Leute, gibt ja keinen Kram. Mach. Geschafft. Ich stelle den Wagen bereit. Du kletterst schnellstens auf den Kran. Ich habe das Zielsystem der Rakete installiert. Du musst das Ding damit zur Bestie lenken. Wer weiß, was wir sonst in die Luft jagen. Na toll, bloß keinen Druck. Ach du Scheiß, ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht. Nebenmissionen haben wir ja gar keine mehr, wie es aussieht. Ich frage mich, wenn ich jetzt hier hingehe, mal so spaßeshalber. Wir haben gerade eh die Quest offen. Ich frage mich, ob wir die Nebenmissionen dann wieder selber aktivieren müssen, die wir irgendwelche Schnipsel finden oder sowas. Auf den Kran, natürlich, natürlich, was auch sonst. Ach, ich dachte gerade, das war eine Leiter. Hatte schon Angst, dass er das Konzept einer Leiter nicht versteht. So, Leiter. Ja, unfassbar. Das hier ist es wohl nicht. Wo muss ich denn da hin? Muss ich ganz nach oben? Wie komme ich denn ganz nach oben? Ja, ist das jetzt oben oder unten? Ich weiß es halt nicht. Der meint ja, wir sollen auf den Kran. Aber hier auf dem Kran ist auch nicht so viel los. Ach, verwenden Sie das Fernglas. Okay, ich hab ihn. Mal einfach ein Zielkreuz auf die Bestie und bleib am Abzug. So, halten Sie R1 gedrückt, um das Raketenziel anzuvisieren. Ich halte gedrückt. Cole, Vorsicht! Kümmern wir uns erstmal um die Idioten. Wir haben nur einen Versuch, Mann. Du musst konstant auf das Ziel halten. Okay. Dann gegen Deckung. Am besten irgendwas aus Blei. Aber hallo! Schnell jetzt! Die Bestie kommt näher! Ach du Heilige. Hier wimmelt alles vor roten Punkten. Warum wollen die denn, dass die Bestie näher kommt? Das verstehe ich nicht so ganz. Welchen Nutzen haben die denn davon? Ich meine, das ist doch dumm. Boah. Schießt nicht auf mich! Ich bin der letzte Held! Aua. Offenbar kommen die jetzt echt näher und schießen einem ins Gesicht. Alter! Die haben irgendwas Neues vor. Ne. Sind das Shotguns? Womit schießen die einem denn jetzt ins Gesicht? Das finde ich nicht so gut. Alter.
Worte. So, die wollen also auf mich schießen, ja? Boah, Alter, und die treffen auch irgendwie immer. Da kommen die gleich mit der ganzen Armee angesüppelt. Sind noch direkt hinter mir, wie ich gerade sehe. Ne. Alter, ich komme ja... Das gibt's doch gar nicht. Was haben die jetzt für Shotguns? Lass mal die einfach ranrutschen und dann gibt's den hier. Dann müssen wir das Kampfgebiet leider ein bisschen erweitern. Einer probiert es noch da unten. Ciao. Hä, wieso komme ich denn hier nicht an den Fenstern hoch? Hm. Wahrscheinlich diese allglatte Stahl- und Glasbauten. Okay, die sind weg. Na, von wegen weg ist er wieder aufgetaucht. Ist ja gut da hinten. So, der ist weg. Und auch der ist weg. Bleibt nur noch einer. Ich ziehe mir erstmal ein bisschen Saft aus der Büchse und dann geht's weiter. In diese Richtung hier vielleicht noch ein bisschen Saft. Boah, wie mies das gerade war mit den... Alter, jetzt nimm noch mal die Leiter. Boah, der Typ. Wie mies das gerade war mit den Kopfschüssen immer. Lebt hier noch so ein super Dickmann? Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Komm ich hier hoch? Okay, wir sind zum Start bereit. Na gut. Dann wollen wir uns den guten Mann mal vorknöpfen. Verwenden Sie das Fernglas, halten Sie R1 gedrückt. Wir haben es geschafft. Sieht so aus, als hätten wir tatsächlich gewonnen. Sieg, wo zum Teufel bist du? Zapfsäulen. Irgendwas ist nicht richtig. Der Wirbelsturm hier kreist um uns. Warum kreist der Wirbelsturm um uns? Und ich glaube nicht, dass wir den jungen Mann besiegt haben, denn wir haben ihn schon mal besiegt. Und er war nicht besiegt. Wir wissen immer noch nicht, was seine Superkraft ist. Ach du Scheiße, wie sieht's denn... Oh Mann. Na,
das ist nicht so schlimm. Befreie mich einfach von dem Ding. Ja, ja. Danke. Hey Mann, ey! Wir haben ihn! Ha, Mist! Himmel, Sieg, du brauchst Hilfe. Erinnert mich an Empire City, als Kessler mir es gezeigt hat. Ich sollte es dir zeigen. Das macht keinen Unterschied. Hey, in meinem Zustand kann ich nicht nach Hause laufen. Bringst du mich zum Wagen? Hey, Moment. Ich schaff dir Platz. Halten Sie R1 gedrückt, um das Licht hochzuheben. Nein. Nein, das kann nicht sein. Er verschluckt eine Bombe? Und jetzt will er noch mehr? Wenn ich dich aufhalte, sterben wir beide. Hau ab, Mann! Lebe und kämpfe weiter! Halt die Klappe und komm mit! Also kann er vielleicht einfach Energie absorbieren? Vielleicht ist das seine Superkraft. Sieht und irgendwie instabil aus. So als würde er... Ja, stimmt. Wir müssen weiter. Oh. Nicht sie weg hier! Mist. Los, los, los! Bestie ist in New Marais. Karma unverändert. Sieg, wo bist du? Ich hab Super Pyro bis nach Gasworks verfolgt, aber... Ich habe ihn verloren. Keine Sorge. Er taucht schon wieder auf. Wie kann man den denn verlieren? Wie ist das möglich? Super Pyro. Ich habe immer noch eine Vermutung, was den angeht. Und wir haben offenbar neue kleine Aufgaben hier. Die können wir gerade machen. Schlacht in der Bucht. Hört sich ja wieder ganz fantastisch an. Mal ganz kurz hier auf der Karte. Die Bestie ist in New Marais, tatsächlich. Jetzt frage ich mich natürlich nur, wo ist der gute Mann, der nicht ganz so gute Mann? Oh, nicht abrollen. So, Schlacht in der Bucht. In der Buchs. Die Miliz und die Eisbande töten sich da draußen gegenseitig. Du solltest dafür sorgen, dass es keine Gewinner gibt. Sollte ich das, ja? Nicht irgendwie, es wäre schön oder mach mal bitte oder so, sondern einfach, ja, du solltest mal, pass mal auf, Junge. Check mal die Facts. Mal gucken, was es bringt. Okay, ich glaube, die Kreatur habe ich verpasst. Jetzt kämpfen ja echt. Kämpft ja jeder gegen jeden hier gerade. Oh, was haben wir hier? Anscheinend wollen die Sumpfmonster auch mitmachen. Genau das meinte ich. Wobei die doch eigentlich Bishop unterstehen, dachte ich immer.
Ich brauche dringend ein bisschen Energie. Ich weiß nur nicht von... Uah! Ich hasse diese Viecher. Zum Glück ist das Gebiet hier relativ klein und eingegrenzt, sodass man die hier relativ schnell kriegen kann. Schnauze! Hallo? Wieso ist hier kein Strom drauf? Na, großartig. Da rammt mich das Ding einfach mal weg. So, viele Feinde gibt es hier nicht mehr so. Und das Ding hat sich gerade auf uns festgefressen. Jetzt reicht's mir aber, du Scheißvieh. So. Scheiß nervigen Kackkäfer. So, Schwarmmonster ist tot. Halt, ich will doch nur da rüberspringen. Lass mich doch mal einmal rüberspringen. Da haut er mir sein Gefrierfach um die Ecke. Ich hab's doch gesehen. Alter. Alter. Als hätten die keine wichtigeren Probleme, wie zum Beispiel, dass das Mega-Viech in der Stadt ist gerade. Der kommt aber auch nicht mit, ne? Der bleibt da ganz stur und stoisch da hinten. Ah ja, jetzt kommt er mit. Hä? Wie das denn? Ah, der feine Herr kann natürlich über den Container gucken, oder was? Partnerschaft? Warum denn Partnerschaft? Lebe ich mit dem jetzt in der WG, oder was? Doch nicht, jetzt lass mich doch auch mal was machen. Alter, der Penner. Okay, habe ich reingeschossen, war wohl zu spät. Ich bräuchte hier irgendwo mal Energie.
Das gibt's doch nicht durch die Treppe, Alter. Jetzt reicht's mir aber mit dir, du scheiß Glitcharsch. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Ciao, Zamalma. Wichser. Ich meine natürlich, so ein Unhold. Juhu, erledigt. Freue mich sehr. Neue Kräfte erhältlich. Da gucke ich mal ganz kurz. Präzision verbessert. Na, super. Was kann man denn überhaupt machen? Schmetterexplosion ist nicht freigeschaltet. Hier, Eisgranate. Also ganz so 100% wird es wohl nicht. Da braucht man die XP auf jeden Fall dafür. Und ganz ehrlich, so eine Sache wie zum Beispiel mit dem Ding, dass man da im Fliegen treffen muss, was wir die ganze Zeit schon hatten, was dann erst später funktioniert hat. Naja, gut. So, kinetischer Impuls, Eissprung. Haben wir noch gar nicht probiert, würde ich auch gerne mal machen. Ionenfrost, da lasse ich mal den Wirbel, der gefällt mir irgendwie besser, ich weiß nicht warum. Und hier haben wir Präzision verbessert, das, ja, na gut. Was wollte ich denn machen? Umleitungsrakete, Eisrakete geht nicht, weil... Erwerben Sie eine Kraft aus einer früheren, da brauche ich die Haftrakete. Schaffen Sie 3 Auge im Auge-Stunts. Treffen Sie einen Feind von menschlicher Statur direkt mit einer von Colts Raketenkräften. Leck mich doch. Entschuldigung, Schwarmgranate geht auch nicht. Eisgranate haben wir frei. Schaffen Sie 10 präziser Kopfschock-Stunts. Treffen Sie mit Präzision den Kopf eines Freien. Ja gut, ich brauche dafür keine Präzision. Ich mache das natürlich auch so. Ich mache jetzt einmal Präzision verbessert. So. Das war ja nun eine Nebenmission gerade. Actionfotos, das ist doch mal wieder was Leichtes. Da hinten sehe ich die Hauptquest. Es ist sehr sumpfig hier. Und wen haben wir denn da hinten? Natürlich wieder ein Überfall. Ich umfliege das mal ein bisschen großzügig. Ach, hier sind wir wieder. Hier mussten wir mal was suchen. Ich erinnere mich noch genau. Ja, ja, was soll ich sagen? Die Bestie ist in New Marais. Ich meine, was kann jetzt noch passieren? Obwohl wir immer noch einen Teil der Karte nicht mit Strom versorgt haben. Und die Bestie ist schon da. Und vor allen Dingen, wir haben die Atombombe reingehauen. Ich blicke noch nicht ganz, was jetzt genau passiert ist. Ob die Bestie die Atombombe absorbiert hat. Ich meine, wir haben die damals ja auch gut versorgt mit Energie. Da haben wir das halbe Gesicht weggehauen und so weiter. Und trotzdem hat sie sich wieder zusammengesetzt und schien stärker denn je zu sein. Ob das jetzt mit der Atombombe auch so ist. Ob wir die jetzt quasi noch kräftiger, noch mächtiger gemacht haben als je zuvor. Und die jetzt bald wütend wird. Oder ob die jetzt nur noch so ein Auge Saurons ist, was da über die Balken verbiegt in der Mitte. Ich hab's nicht ganz verstanden, was jetzt mit der auf sich hat. Und was ihre Superkraft ist, würde ich auch mal gerne wissen. Weil nach Feuer sah das ja jetzt nicht aus, nach Lava oder sonst irgendwas. Ich habe immer noch meine kleine Vermutung, was die Bestie angeht. Aber die behalte ich immer noch für mich. Vielleicht erfahren wir es ja schon in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.